Der Sportclub Hoyerswerda bewegt eine ganze Stadt. Zwei Sportstätten, knapp 2000 Mitglieder. Der Verein, vor fast 70 Jahren gegründet, prägt Hoyerswerda und Biografien. Zum Beispiel die von Rosel Menzel. Nach ihrem Sportstudium trat die Leichtathletin 1977 dem Verein bei, arbeitete als Übungsleiterin und ist ihm bis heute treu geblieben. Ein anderes Beispiel ist Steffen Teuber. Der begeisterte Judoka ist seit über 40 Jahren im Verein und unterstützt als Busfahrer ehrenamtlich das Projekt Kinder fit machen. Auch Kerstin Herzer ist schon lange im Verein, als aktive Handballerin und Trainerin. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Der Verein prägt das Leben vieler Menschen, die wiederum dem Verein viel zurückgeben. Als Verein bringen wir die Stadt Hoyerswerda in Schwung. Sport bei uns macht Spaß, ist gesund und schafft Verbindungen. Zu uns kann wirklich jeder kommen, um hier sein sportliches Zuhause zu finden. Und das schon ab 12 Wochen. Junge Mütter lernen, auf die Kleinen und deren Fähigkeiten zu achten. Die Babys krabbeln durch eine spielerische Umgebung und üben Sozialverhalten. Die Älteren trainieren Koordination, Konditionen, Konzentration und haben vor allem Spaß. Im Verein sind auch viele Kitas aus Hoyerswerda Mitglied. Dadurch können die Kita-Kinder zu festen Terminen jede Woche einmal Sport treiben. Der Verein organisiert den Transport und erstellt die Trainingspläne. Für Bewegung ist es nie zu früh oder zu spät. So mancher, der im Gesundheitssport für Senioren mit gesundheitlichen Problemen angefangen hat, erfährt schon nach wenigen Trainingseinheiten Besserung und gewinnt neue Lebensfreude. Frei! Sport! Frei! Also Sport gehört zu meinem Leben und ich bin auch schon lange Mitglied hier. Ich bin sehr gern beim Sportclub, weil ich mich einfach fit halten möchte. Ich habe hier viel Sportfreundinnen und Sportfreunde kennengelernt. Ich bin hier, weil ich die Geselligkeit liebe. Die Abteilung Sportakrobatik ist das auch international bekannte Aushängeschild des Sportclubs. Bis zu 5-mal in der Woche wird hier trainiert. Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer, Tanz. Viel Fleiß und Schweiß, was sich auszahlt. Die Akrobatinnen und Akrobaten aus Hoyerswerda gehören zu den Besten in Deutschland und haben schon Medaillen bei Europa- und Weltmeisterschaften gewonnen. Breiten- und Spitzensport unter einem Dach. Hoyerswerda zeigt, wie gut das zusammenpasst. Wir ermöglichen den Kindern im Verein ganz klein anzufangen. Sie können sich entwickeln bis hin zum Leistungssport. Bei uns kann man Weltmeister werden. Der Sportclub Hoyerswerda bringt eine ganze Region in Bewegung. Angefangen beim Hoyvoy City Lauf mit tausenden Teilnehmern, über den SC Krabat Firmenlauf bis hin zu Turnieren und großen Showveranstaltungen. Was die Haupt- und vielen ehrenamtlichen Mitarbeiter des Vereins leisten, geht weit über das Übliche hinaus. Man kann ganz klar sagen, der Sportclub Hoyerswerda ist außergewöhnlich. Bereits mit 12 Wochen kann man bei uns anfangen und unsere ältesten Mitglieder sind knapp 90 Jahre alt. Bewegung heißt Gesundheit und wer bei uns aktiv ist, kann mühelos 100 Jahre alt werden.